Seitdem ich Rap steck, in jedem Rap ein Teil von mir. Komm, kapier's, deine Zeilen sind von mir. Denn jeder Track von dir ist wie ein Rap von mir. Boy, krepier. Herzlich willkommen bei der Rap-Analyse von mir, für euch, meine Damen und Herren. Erstmal gekonnt vergessen, Oda City zu schließen, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Danke dafür. So, wir schauen uns vom Finch Asozial Abfahrt an. Das Problem der Sache ist, ich kenne den Song schon. Ich habe darauf reagiert. Ich habe es auch schon hochgeladen, also noch nicht veröffentlicht, sondern hochgeladen. Und es steht da, weltweit gesperrt. Danke dafür. Und man muss echt sagen, dass fast jedes Finch Asozial Video, also, na gut, jedes Finch Asozial Video, extreme Klickzahlen haben. Das ist abartig. Hier, der Trabi-Song zum Beispiel ist jetzt an der Seite 610. Hier, der Song Abfahrt, worauf wir jetzt hier reagieren. Hier. Und er hat nur 52 Abonnenten. Das ist extrem. Alter. Richtig heftig. So, dann haben wir auch noch. Warte. Ich habe geile Kommentarschreiber gehabt. Hier. Danke. Endlich habe ich mit dieser Art Musik. Eigentlich habe ich mit dieser Art Musik abgeschlossen. Aber Junge, lebt den Fukuhila-Vibe mehr als jeder personierte Zuhälter aus den 90ern. Das ist so geil. Das ist einfach so geil. Es sind echt ein paar geile Kommentare dabei. Du musst sagen, was du willst. So, mach das mal so. Wir machen das mal so. So, wir gönnen uns jetzt Abfahrt. Finch Asozial. Oh, halt die Fresse. Und danke an die jemand. Eieiei. Ich sollte vielleicht mal die Heizung machen irgendwann mal. Egal, scheiß drauf. Danke an die Leute, die Gesundheit gesagt haben. Walk This Way präsentiert Finch Asozial Abfahrt mit Birgit, mit Assi und Finch. Es ist einfach, ey, ohne Witz, es ist einfach so mega geil. Ihr werdet auch gleich merken, warum. Abgefahren geil. Die Leute, die in den 90ern aufgewachsen sind, wissen, was ich meine. In den 90ern war es ja angesagt, solche gepitchten Stimmen in diesen Techno-Liedern drin zu haben. Sie ist guter als bestes Beispiel. Gab es natürlich noch andere. DJ One to One, glaube ich. Und noch ein paar andere DJs. Also zumindest in der Techno-Szene war das ein Muss, da was drin zu haben. In den 90ern zumindest. Abfahrt! Also jetzt geht's los, Alter. Jetzt kommt der Kommentar wegen den New Kids. Abfahrt! Abfahrt! Abfahrt, Abfahrt! Alter, bist du herrlich behindert, ey. Ey, ohne Witz, da kannst du sagen, was du willst. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Außer, dass der erste Part nicht so stark ist wie der zweite Part. Den hab ich übertrieben gefeiert, besonders mit den Vergleichen etc. War das mega geil. Abfahrt. Abfahrt. Ab hier die Post. Jetzt kommt der Part von Finch. Es ist so herrlich behindert, ich stehe da so total drauf. Ab hier die Post, jetzt wird los gestampft. Die Party fängt jetzt an, den Stoff hab ich am Mann. Die ganze Nacht am Zappeln, Ekstase. DJ Heiko, Deckname. Der Schweiß tropft von der Decke, der Bass drückt in der Brust. Feiern bis um 6, die Püppi ist voll drauf. Die Menge eskaliert, wir schweben durch den Saal. Das ist so,
Alter, scheiße, ey. Zahl, der Turn ist fast vorbei. Wir legen nochmal nach. Achso, jetzt kommt das. Oh, achtet auf das Bild, Leute. Achtet auf das Bild. He's so sweet. So delicious. What a wonderful man. Hey, Finchie. Das ist so abgefahren. Yeah, leck. Was denn das Wort ist? He's the ever on earth, he's the only one, he's mine's chairman, morning sun. I'll be waiting for his massive thing, he's from Lichtenberg, not West Berlin. He's the ever on earth, he's the only one, he's mine's chairman, morning sun. I'll be waiting for his massive thing, he's from Lichtenberg. Herrlich. Ich weiß auch, ich komme auf den verfickten Namen, wenn er scheiß Banane nicht drauf. Wie damals in Deutschland kam immer diese Bananenwerbung von dieser beschissenen, wo der blaue Kleber drauf ist, mit dieser Frau drauf. Fuck. Abfahrt! Das wird nochmal gestampft, ey, du Kids. Behinderte, leck mich am Arsch. Der Beat ist schon richtig oldschool 90er. Es ist einfach. Dann noch diese gepitchte Frauenstimme noch dazu. Was auch quasi den 90ern mit seiner Hochphase hatte. Dann noch die ganzen Techno-Sequenzen, wo nur ein Wort oder so gesagt wird. Es ist so. Ey, das ist wirklich zurück in die Zukunft. Das ist absolut mega geil. Zumindest für einen älteren Hase wie mich, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Grüne Mitsubishi, lachsrote Tesla, ganze Nacht am Becher, trotz ganz großer Teller. Der Kiefer zuckt im Takt, die Hände pitchen nass, programmiert auf Liebe, genau wenn die Mumie klatscht. So. Jetzt schon hier, für mich schon positiver vom Text her und, ja gut, gerappt ist es eigentlich der gleiche Flow, aber halt vom Text her schon besser. Jetzt, aber jetzt kommen die Szene mit dem Vergleichen. Meine Bauchtasche, gleich der Asservatenkammer, weil ich 1000 Pillen in wirklich allen Farben da hab. Kurzer Blickkontakt, Treffpunkt, letztes Klo, ne Kleine für die Seele, warte, es geht los. Ah, oh, Peppy, du schmeckst so gut. Ich liebe dein Duft, meine kleine Zuckerschnute. Oh, scheiße. Oh, meine Fresse. Feierst tierisch. Leck mich am Arsch. Das ist so geil behindert. Abfahrt, ihr Ficker. So, jetzt kommt nochmal Tour. Einfach nur nice. So. Im Grunde war das der Song von Finch Asozial. Meine Damen und Herren, es kommt nur eine Werbung. So. Also. So, meine Damen und Herren. Was soll ich dazu sagen? Das ist für mich die Reise in die Vergangenheit zurück, in den 90ern, wo der ganze Techno-Hype aufgekommen ist. Einfach nur
mega geil und mega geil behindert. In positiven Sinne natürlich. Scheiße, bin ich müde. So. Wir haben ja schon einige Lieder drauf reagiert, die da sind in dem Album. Was soll ich da sagen, ne? Er lebt einfach den ostdeutschen Vibe mit den Fukuhila zusammen. Er macht einfach sein Ding, macht das, was andere nicht machen. Was will man da sagen? Er versteht sich nicht, er macht seine Arbeit, er macht sie gut. Er unterhält die Leute. Fuck, Alter. So. Den Kanal findet ihr natürlich wieder unten in der Infobox. Das Lied findet ihr unten in der Infobox. Ich werde Dorfdisco verlinken. Wie ihr seht, kommt das ja am 8.3. raus, 2019. Wenn ihr die Dorfdisco-Box oder irgendwas über den Link kauft, würdet ihr mich damit unterstützen. Falls ihr es nicht machen wollt, geht einfach in die Beschreibung von dem Song und ihr bestellt dort die Box. Also ihr habt die 2 Möglichkeiten. Oder macht es gar nicht. Also ihr habt 3 Möglichkeiten. Ihr bestellt es über meinen Link, unterstützt mich und Fincher Sozial. Ihr bestellt den von Fincher Sozials Link, unterstützt nur Fincher Sozial oder macht gar nichts von beiden und unterstützt gar keinen von beiden. Natürlich müsst ihr nur die Leute, also Fincher Sozial unterstützen, wenn ihr die Musik feiert. Ganz klar. An der Stelle. Wenn ihr die Musik nicht feiert, dann braucht ihr auch die Musik nicht kaufen. Angebot und Nachfrage halt. Dann natürlich könnt ihr wieder in die Kommentare schreiben, was ihr möchtet. Vorschläge, Kritik, Meinungen etc. Alles unten rein. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Macht irgendwas Sinnvolles und bis zum nächsten Video. Ihr kleinen Ficker.